Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Warum die Leica M10 mit einem 35 mm Objektiv, in dem Fall dem Summicron 35 mm F2, meiner Meinung nach die beste Kombination derzeit ist und preislich interessant, das schauen wir uns in dem Video an. Also dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, Leica M10, derzeit finde ich eins der interessantesten Angebote, gerade auf dem Gebrauchtmarkt. Und wie immer, kleiner Disclaimer: Kamera, Objektiv, Objektive wurden mir natürlich zur Verfügung gestellt von Foto Görlitz, eurem oder unserem Leica-Händler aus Ostwestfalen. Und ich hatte Alex angeschrieben, weil ich hatte eine M10 hier, ich hatte die M10D auch hier, aber ich fand die M10 ist so ein bisschen zu kurz gekommen, weil die kam damals mit der Monochrom 246. Und ja, das Ergebnis ist, glaube ich, euch allen noch gut in Erinnerung. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, schick mir nochmal eine M10 und schick mir mal einen 35er dazu, weil das ist ja, glaube ich, so auch das verbreitetste Objektiv, 50er, was so ja auch ein bisschen mein Faible ist, ist natürlich sehr speziell. Und gesagt, getan, da kam also wieder mal eine wunderbar erhaltene M10 zu mir mit dem Summicron 2.0. Und ja, weil nicht jeder will ja ausschließlich schwarz-weiß fotografieren. In Konkurrenz zu der M10 steht natürlich meiner Meinung nach die Leica M240, die natürlich preislich noch interessanter ist, ein absolutes Arbeitstier ist, etwas größer ist, aber alles natürlich etwas langsamer ist. Wer natürlich auf die moderne Variante steht, dem sei die M10 ans Herz gelegt, denn ich habe hier natürlich all diese Features. Die Kamera ist schmaler, sie ist schneller, sie hat ein sehr, sehr gutes Display, Focus Peaking funktioniert hervorragend. Hinten, man kann auch wirklich was erkennen. Und ja, großes Lob auch an dieser Stelle mal an Leica, die gerade die Funktionalität mit der Leica Fotos App, die nämlich seit neuestem kostenlos ist, also sowohl für das iPhone als auch für das iPad, da mal Respekt, weil ich würde jetzt mal in Häkchen sagen, man hat gemerkt, dass die Kosten, die dafür aufgerufen wurden, vielleicht ein bisschen sportlich waren. Man hat auf die Community und auf die Einwände gehört und siehe da, die App ist sowohl für das Mobilphone als auch für das iPad nun komplett kostenlos nutzbar. Also Respekt. Finde ich klasse, dass da auch mal ein Hersteller reagiert und sagt, okay, wir geben einfach alles frei, sodass das jetzt genutzt werden kann. Und dann ist das natürlich hier mit der WLAN-Kompatibilität einfach jetzt eine dufte Sache. Und somit hat man mit der M10 im Grunde alles, was heute da im Grunde machbar ist. Natürlich, wie das immer so ist, gerade wo jetzt die M10R draußen ist mit diesem gewaltigen Sensor, die M10P, die ja das Leica-Logo nicht hat, die halt den Touchscreen hat, die diesen immens leisen Auslöser hat, war natürlich abzusehen, dass die M10 preislich fallen wird und viele, auch viele, die behaupte auch mal teilweise gar nicht fotografieren, so wirklich mit den Kameras. Das habe ich so bei Alex gesehen. Der hat momentan einen Haufen M10 im Sortiment gebrauchte mit teilweise 160 Auslösungen, mit 600 Auslösungen, mit 1000 Auslösungen zu sehr, sehr interessanten Preisen, dass dann natürlich viele immer sofort umsteigen. Und so ist die M10 in meinen Augen auch mit dem 24-Megapixel-Sensor ein Bombenpaket. Ich bin dann also losgezogen mit dem 35 mm Summicron und für die Art, wie ich ja fotografiere, seht hinten noch einiges an Bildern, bearbeiteten Bildern, auch zwischendurch immer mal einige Bilder out of cam. Finde ich eine fantastische Kombination mit 35 mm. Man hat halt dieses schon weitwinklige und durch den Sensor genug Möglichkeiten, dort auch nochmal reinzukrobben, um Ausschnitte zu nehmen. Das mache ich ja, das ist auch kein Geheimnis, da habe ich auch keine Schmerzen mit. Von daher, das Auslösegeräusch ist hier völlig in Ordnung, in meinen Augen, gerade wenn man sich draußen bewegt, das eh keiner war und der, wie gesagt, der Monitor hinten ist super.
Also von daher, Rahmen wird noch gut angezeigt im Rangefinder. Ist es eine sehr, sehr schöne Kombination und dieses Summicron F2 ist bombenscharf. Also das habe ich schon festgestellt. Eine fantastische Detailtreue, ein wunderbar kleines Objektiv. Also wenn man mal die Aufstecksonnenblende vorne entfernt, ist dieses Objektiv so furchtbar klein. Und ich finde, das passt wiederum hervorragend zu der M, dass das auch vom Handling her, von der Balance eine ganz, ganz wunderbare Kombination ist. Und ISO-Bereich und auch Dynamikbereich ist völlig in Ordnung, sodass man mit dem F2, finde ich, in allen Situationen hervorragend arbeiten kann. Und ihr seht es dann auch an den Bildern, ich war viel auch Indoor unterwegs, war völlig begeistert. Und von daher natürlich eine super Kombination und auch preislich eine interessante Kombination, wenn man bedenkt, dass die M10 jetzt im Gebrauchtbereich roundabout knappe, ja, 3000 Euro günstiger ist als momentan das neueste M-Modell, ist das natürlich schon, bekommt man hier im Grunde meiner Meinung nach für eine gute gebrauchte M10 mit einem 35 mm, wenn es denn auch das Leica-Objektiv sein soll, in Bereichen, was man sonst für den Body der neuesten Generation alleine zahlen müsste. Darüber hinaus glaube ich, dass die Abstimmung mit diesem 24-Megapixel-Sensor auch hervorragend ist für den normalen Anwendungsbereich. Also für alles, was ich mache, reicht das locker aus. Und auch im Bereich Zonenfokus ist das 35er natürlich deutlich einfacher zu handeln, weil der Bereich, in dem ich mich bewegen kann, natürlich deutlich weiter ist. Und ja, es war also wirklich auch, ich war damit in Wolfsburg unterwegs. Ich habe die Kamera eingestellt, ISO-Bereich festgestellt, war auf einer 500stel, 250stel, je nachdem, und habe einfach abgedrückt und fast jeder Schuss ein Treffer. Von daher wirklich eine tolle, tolle Kombination. Und wer also auf Modernität steht, wer die Kompatibilität zur Fotos-App möchte, wer hervorragende, wirklich Bilder, ja, in Häkchen, ich weiß, es gibt wieder die Diskussion, out of cam benutzen möchte, dem sei die M10 wirklich ans Herz gelegt. Und ich glaube, dass das wirklich eine wirklich interessante M derzeit ist, die im Preis gerade so ein bisschen nach unten sackt. Und wie gesagt, schaut mal bei Alex gern in den Shop. Da finden sich einige Modelle, die wirklich, wirklich klasse sind. Auch gerade im Bereich Schwarz-Weiß habe ich festgestellt, dass die Umwandlung der Dateien der DNGs, die aus der M10 kommen, sehr, sehr, sehr gut sind. Also das war oftmals so, dass ich dort nur einfach auf Lightroom-Farbe umwandle in Black and White und durch die Detailtreue und von Haus aus diesem guten Kontrast, der da rausgefeuert wird, hatte man schon sehr aussagekräftige Schwarz-Weiß-Bilder, die mich auch verwundert haben, muss ich sagen, gerade wo ich jetzt letztens die M10M hier hatte, die Monochrom, ist sie auch für diesen Bereich hervorragend geeignet. Natürlich ist sie das. Aber klar, auch natürlich in Verbindung mit Farbe. Und ja, wie das bei Alexander so ist, dass ich wollte eigentlich so einen direkten Shootout machen mit einem zweiten Objektiv, was mittlerweile jetzt hier auch schon auf der M10 drauf ist. Das mache ich aber gesondert, und zwar ist das das Carl Zeiss Biogen 35 F2 ZM, ein äußerst interessantes Objektiv. Und weil das Summicron war dann, während ich es hier ein paar Tage hatte, sofort wieder verkauft. So ist das bei ihm halt. Und diese Geräte stehen ja nach wie vor zum Verkauf und gehen dann auch weg. Und ich schicke es dann auch sofort immer zurück, damit der Kunde sich darauf freuen kann, der das gekauft hat, ein schönes Objektiv zu bekommen. Und das, was ich hier hatte, also der Kunde, der das bekommt, kann sich freuen. Es war wirklich erstklassig. Und jetzt werde ich halt dann nochmal gucken, was ist denn so mit dem Carl Zeiss, was natürlich, was einen sehr guten Ruf für Schwarz-Weiß-Fotografie haben soll, habe ich mir sagen lassen, was ausgesprochen gut verarbeitet ist. Das machen wir aber mal gesondert. Da hoffe ich, am kommenden Wochenende loszuziehen, um damit ein paar Bilder zu schießen. Denn dieses Objektiv kostet, ja, ich glaube, man kriegt drei Summicron F2 für dieses eine hier. Und wenn man dann wieder eine M10 gebraucht nimmt, vielleicht, ich bin gespannt, wie das 35er Carl Zeiss sich schlägt, ist das natürlich dann nochmal interessanter. Und von daher
bin ich da selber neugierig, weil ich diesen Eindruck des 35 F2 Summicron gerade noch so habe und viele Bilder gerade auch noch bearbeite. Wie schlägt sich das Carl Zeiss? Und dann wird es natürlich wirklich interessant. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass die M10 seinerzeit so ein bisschen zu kurz gekommen ist, kann ich nur Positives über die Kamera berichten. Klar, wer kein Leica-Logo möchte, wer den leisen Auslöser will, der ein Touchscreen will, hinten M10P, auch interessant. Wer das Monstrum im Bereich Auflösung haben möchte, M10R, habe ich persönlich noch nicht getestet, kann ich noch nicht zu sagen. M10 hervorragend, preislich gerade auf einem ganz interessanten Weg. Man bekommt ausgezeichnete Modelle, die 2 Jahre alt sind, die 3 Jahre alt sind. Bei Alec gibt es ja nach wie vor Garantie, wenn man so ein gebrauchtes Stückchen erwirbt, also nicht Gewährleistung, volle Garantie im Grunde. Und schaut euch die in jedem Fall mal an. Ich zeige euch jetzt hinten nochmal einige Bilder, die ich mit der Summicron F2 und der M10-Kombi geschossen habe. Es war da ein sehr schöner Tag. Dann seht ihr mal ein paar Bilder. Ansonsten, das Carl Zeiss kommt dann in einem der nächsten Videos mal als gesonderte Vorstellung. Und ja, ich wollte nochmal so meine Meinung kundtun zur M10, weil es auf jeden Fall hat mich überrascht, bin ich ehrlich. Gerade auch Schwarz-Weiß-Bilder, die da rauskommen, mein lieber Scholli. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was Schönes. Werdet und bleibt gesund. Jeden Preis, passt auf, haltet euch an die Vorgaben und trotz allem eine schöne Reise Richtung Dezember. Also danke für die Aufmerksamkeit, bis bald und tschüssi.